Jetzt mal ehrlich, der Uniplatz bei Nacht ist doch romantisch. Dass sich diese Romantik auch noch steigern lässt, das hat das Team vom Thalia Theater auch dieses Jahr wieder bewiesen. Romeo und Julia Open Air. So kennen wir unseren Unicampus. Studenten, Dozenten, Fahrräder. Und so sieht es aus, wenn er zu einem Open-Air-Theater umgewandelt wird. Im Laufe des Sommers wird der Uniplatz wieder einmal zur Schaubühne. Romeo und Julia unter freiem Himmel. Romantik pur. Was, weil er dir Feind ist? Hätte ich schwarz auf weiß, ich würde das Wort zerreißen! Trotz vergleichsweise spartanischen Mitteln wurden auch viele lustige Szenen inszeniert. Ich trinke zu gut. Oliver Lisewski, Regieassistent des Stückes, erzählte uns, wie es dazu kam. Wir stehen hier auf dem Uniplatz in Halle. Das Bühnenbild wird gerade abgebaut. Gehört zu den Besonderheiten des Thalia Theaters in Halle, sozusagen Theater an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Und das machen wir jetzt hier seit, ich glaube, 7 oder 8 Jahren. Natürlich sucht man für so ein Theater immer Klassiker der Weltliteratur. Romeo und Julia gehört ja nun unbestritten dazu. Also alles, was das Theater ausmacht, Liebe, Krieg, Tod, der Klassiker schlechthin. Wir probieren das natürlich erstmal wochenlang vor im Haus auf einer Probebühne. Und dann versuchen wir aber natürlich in so ab dem zweiten Drittel oder der Hälfte der Probenphase immer schon mal auf den Platz zu kommen. Viele Studenten, aber auch andere Hallenser nahmen live daran teil. Und wir haben natürlich nachgefragt, wie es ihnen gefallen hat. Es war sehr, sehr schön, dass die Geschichte so modern vorgetragen wurde und so lustig war. Wir sind natürlich froh, dass das Stück auch aufgeführt werden konnte. Ja. Wir haben also gezittert, ob das klappt, weil das hat ja so geregnet. Aber war ein tolles Stück auf jeden Fall, super Inszenierung. Die Schauspieler waren toll, hat mir gut gefallen. Also es war alles dabei, es war lustig und am Ende war es aber auch richtig traurig. Also ich musste fast weinen auch. Es hat mir sehr gut gefallen. Wer nun auf den Geschmack gekommen ist und selbst die Freilichtbühne erleben möchte, hat dafür noch bis zum 9.7. die Gelegenheit.